Freunde, was geht? Momo hier. Willkommen zu einem weiteren Unboxing. Und es ist soweit. Ich habe endlich mal zugeschlagen und mir die Apple AirPods gegönnt. Ich habe ja vor kurzem meinen Vertrag verlängert und mir das iPhone XR jetzt geholt. Und dazu passend jetzt auch mal die Apple AirPods. Es gibt wieder mal Gerüchte, dass da vielleicht zu Weihnachten was entsteht, aber es sind alles nur Gerüchte und ich wollte jetzt nicht länger warten und habe mir die jetzt hier beim Black Friday auch ganz gut geschossen und wir packen uns das Ganze jetzt hier einmal aus und vergleichen das auch direkt mal mit den Holy High, die ich hier auch noch im Test habe. Apple hat jetzt hier nicht wie bei den iPhones diese Lasche, deswegen zücke ich mal das Messer und versuche das Ganze hier mal mit der Folie zu entfernen. So, ich hoffe, dass das mit der zweiten Kamera noch im Bild ist jetzt. Und dann öffnen wir das Ganze mal hier. So, designed by Apple in California. Das kennen wir, die Bedienungsanleitung. Bedienungsanleitung ist aber was für Anfänger, die gucken wir uns nicht an. Wir sind ja Profis hier. Ich gucke gerade, ob hier noch Apple-Sticker dabei sind, aber sieht nicht danach aus. Dann tue ich das alles hier mal wieder zurück. So, und lege das dann mal dazu. Hier haben wir dann einmal die AirPods. War von der Folie befreit. Und so sieht das Ganze dann aus. Macht ein sehr schickes Design. Zahnseidentube, das wurde ja immer dann dem vorgeworfen, dass die so ein bisschen nach einer Zahnseide aussehen. Ich habe schon ganz früh eigentlich schon auch gesehen, dass das ein ganz innovatives Produkt ist. Und als ich vor 2 Jahren war das, glaube ich, mit meinem Chef darüber gesprochen hatte, da hatte er noch gesagt, ja, das wird doch niemand tragen. Und heute, 2 Jahre später, die AirPods sind so ein ganz gängiger Blick auf deutschen Straßen. Da sieht man echt so viele. Wir haben hier auch noch mal ein Ladekabel dabei. Das ist auch super praktisch. So ein Lightning-Kabel. Das ist halt einfach. So könnt ihr dann die AirPods mit demselben Kabel aufladen wie euer iPhone. Und ja, das war es dann eigentlich auch schon. Das tue ich alles mal zur Seite und versucht das Ganze mal hier erstmal das Display sauber machen. Ein paar fettige Finger, hatte gerade noch Flammkuchen gegessen. Und ja, ich habe das Ganze hier einmal geöffnet und werde hier mal die Apple AirPods öffnen. Dann sollten sie sich eigentlich direkt einmal verbinden mit dem iPhone XR. Einmal hier auf Verbinden drücken. Und dann werde ich direkt mal einen Audio-Test gleich starten. Hier der Ladestatus von den Kopfhörern und dem Case wird hier nochmal angezeigt. Und das war ja super einfach. Und was ich an den Apple AirPods und mit diesem W1-Chip ganz cool fand, ist die Tatsache, dass das jetzt auch direkt mit meinem iMac hier verbunden ist. Also ich könnte hier direkt auch mit meinem iMac loslegen. Wir machen jetzt mal kurz eine kleine Hörprobe und gucken mal, ob ich hier was Cooles zum Laufen bekomme. Und gehe hier direkt mal zu meinen Lieblingssongs. Versuche das Ganze jetzt hier einmal. So. Die AirPods sind drin. Sitzen bei mir auch ganz gut. Das hatte ich auch schon mal probiert. Manche haben halt Probleme, dass die AirPods denen nicht so zusagen. Und ich mache hier mal was an von meinem Kumpel Siri. Voodoo Money. Wenn man einen Kopfhörer rausnimmt, dann pausiert die Musik ja automatisch. Wenn ich hier weiter drücke, sollte es eigentlich trotzdem weitergehen auf einem Ohr. Super. Und ich muss sagen, die Kopfhörer haben schon so ein bisschen Bassanteil. Das habe ich auch gehofft, dass da jetzt nicht zu flach ist. Ich werde hier direkt mal die Holy High verbinden und einen direkten Vergleich starten. Okay, jetzt wechseln wir mal die Musik. Ein bisschen was anderes. Balladen hören sich doch ganz gut an. Hier den Franzosen habe ich hier auf Colors entdeckt. Fand ich auch ganz cool. So.
Ja, gerade bei Hip-Hop war es noch ein bisschen Kopf an Kopf. Ich habe da schon auch einen definitiven Unterschied gehört, aber das liegt auch vor allem daran, dass es hier sich um auch unterschiedliche Herangehensweisen handelt. Das sind ja In-Ear-Kopfhörer, die Earbuds von Holy High, und die AirPods, so heißen sie, die AirPods von Apple drücken sich ja nicht direkt ins Ohr rein. Also dadurch, dass man hier das Ganze direkt ins Ohr gedrückt bekommt, hat man auch das Gefühl, dass diese Isolation ist größer, aber es hört sich auch so ein bisschen mehr matschiger an. Also mehr, als ob man irgendwie unter Wasser wäre. Und hier sind die Töne einfach viel klarer. Und jetzt bei der Ballade merkt man das wie Tag und Nacht. Also bei den Vocals, das ist einfach viel klarer zu verstehen, es ist einfach viel angenehmer zu hören. Aber nichtsdestotrotz, die Holy High sind super, und dazu kommt ja auch noch ein Review, also bleibt dran. Ich muss sagen, AirPods bereue ich nicht und habe Spaß, da jetzt ein bisschen weiter zu hören. Maître Gims. Bienvenue. La douleur. La douleur. AirPods auch wieder. Ja, ich werde das Ganze jetzt hier einmal beenden und muss sagen, die Apple AirPods, die können auf jeden Fall was. Die können auf jeden Fall was. Das habe ich jetzt hier nochmal in diesem letzten Song auch gemerkt. Der Bass, der ist einfach ein bisschen exklusiver, ein bisschen besser, ein bisschen punchiger, kürzer, und ist einfach ein guter Bass. Und muss sagen, im Vergleich zu den Eardots von Holy High, Und ich muss sagen, im Vergleich zu den Earbuds von Holy High, ich bin da ein bisschen vorbelastet. Ich mag In-Ears überhaupt nicht. Nichtsdestotrotz konnte ich den Holy High viel abgewinnen, und mein Review, wie gesagt, kommt noch dazu. Werde ich noch machen. Ich sage euch jetzt schon aber vorab, ihr könnt bei den Earbuds von Holy High getrost zuschlagen, falls ihr ein bisschen Geld sparen wollt, falls ihr keine Probleme gegen ihr Buds habt, also wenn es euch nicht stört, hier diese Teile im Ohr direkt zu haben, da ein bisschen Ohrschmalz auch manchmal dran zu haben, ist super. Die Earbuds von Holy High sind super. Ich bin natürlich im Apple-Ökosystem drin, und da muss ich sagen, geht nichts an AirPods vorbei. Und ich finde, wenn da jetzt noch mal eine zweite Version rauskommt, wo die es schaffen, diese Soundqualität noch mal zu toppen, boah, das wäre nice. Und wenn hier dann noch ein Wireless Charging Case dabei wäre, das wäre auch super nice. Ich werde die Teile jetzt nochmal einfach im Alltag testen und tragen. Ich weiß noch nicht genau, ob ich da noch ein Review drüber machen werde, aber bietet sich ja an, wenn ich sie jetzt hier habe. Und werde ich jetzt nicht versprechen, aber ich denke schon, dass dann irgendwie in Zukunft was kommen wird. Das soll es dann erstmal von mir gewesen sein. Falls dir das Video gefallen hat, dann lass mir ein Like da, teile das Video, das würde mich auch sehr freuen. Und wenn du neu hier auf dem Kanal bist, dann würde ich mich auch über ein Abo sehr freuen. Hier gibt es jede Woche ein neues Video rund um meine Interessen. Das sind in der Regel Tech-Produkte wie diese hier. Und abonnieren lohnt sich. Wir sind on the road to 1K, das heißt, die Tausender-Abo-Marke zielen wir gerade an, peilen wir gerade an. Und bei 1000 Abonnenten gibt es ein ordentliches Gewinnspiel. Also bleibt dran, abonnieren nicht vergessen, und wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dahin.